Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um selbstgemachte Griffscheine für Victorinox-Taschenmesser. Diese Griffscheine sind von Christian. Er macht das hobbymäßig, also in seiner Freizeit. Seinen Kontakt verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Bei Interesse kann man sich gerne mal bei Christian melden. Er ist, wie man sieht, ein sehr großer Victorinox-Fan und schafft mit vielen verschiedenen Holzarten diese kleinen Kunstwerke. Steckt da sehr viel handwerkliches Können und Leidenschaft rein. Hier zum Beispiel, das ist ein sehr spezielles Modell, das zeige ich euch gegen Ende des Videos nochmal kurz. Oder das hier, das ist Räuchereiche. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so einfangen kann, aber das ist hier so ein leicht chauchierender Effekt. Und das sieht man mal, was mit guter Holzbearbeitung alles möglich ist. Darauf gehe ich im Video auch noch ein. Das hier ist Weinrebe, schon ein bisschen rustikaler, aber trotzdem wunderschön. Dann hätten wir hier Amaranth. Das hat hier so einen ganz leichten, ja, lila Ton. Sieht auch wirklich interessant aus. Also ein richtig schönes Holz. Das hier ist Korallenholz. Da gehen wir schon fast so ein bisschen in die Richtung Bernstein. Auch hier haben wir so einen leicht chauchierenden Effekt. Und ja, das sind einfach richtig tolle Arbeiten. Er macht auch kleinere Mods. Das hier dürfte auf Basis eines Handyman oder vielleicht auch eines Wristchamps sein. Es kommt darauf an, was er alles rausgebaut hat. Hier ist auf jeden Fall ein Korkenzieher und ein Phillips-Schraubendreher verbaut. Und das dürfte in der Kombination ziemlich einzigartig sein. Und dann noch dazu diese Griffschalen auch noch vernietet. Also richtig toll gemacht. Ja. Ich bin wirklich begeistert. Ich finde diese Ergebnisse überragend. Als Modder weiß ich nur so gut, wie viel Arbeit in solchen Griffschalen steckt und was man alles beachten muss, was alles schief gehen kann. Wie schon erwähnt, erzähle ich dann im Laufe des Videos dazu noch mehr. Zuerst möchte ich noch ein paar Worte über das Zustandekommen des Kontaktes zu Christian sagen. Das hat Stefan vom Kanal Stefan 123321 eingefädelt. Stefan hat auch ein Video zu Christians Griffschein gemacht. Das verlinke ich euch hier und in der Videobeschreibung. Stefan bringt da nochmal einen ganz anderen Blickwinkel mit. Also bitte unbedingt ansehen. Und bereits im Vorfeld zu seinem Video zu Christians Griffschein hat Stefan mich gefragt, ob ich Interesse an diesem Thema hätte. Ja, da kam dann eines zum anderen. Ich möchte mich hiermit ganz herzlich bei Christian und Stefan für diese Möglichkeit bedanken. Das ist natürlich genial, wirklich eine schöne Möglichkeit. Vielen Dank. Jetzt soll es dann aber auch gleich losgehen. Ihr seht hier zwei Victorinox Ranger Grip 52. Das sind die 130 mm Modelle von Victorinox. Ich möchte gleich mal kurz dazu sagen, dass ich nicht so sehr auf die Modelle eingehen werde. Mir geht es hier hauptsächlich um die Griffschalen. Ganz überwiegend hat mir Christian das Modell Spartan mitgeschickt, also die ganz einfachen Modelle. Aber das sind auch mit meine Lieblingsmodelle, muss ich sagen. Also insofern ist das wirklich eine tolle Begebenheit. Ja, wie gesagt, ich möchte nicht so sehr auf die Modelle eingehen. Es geht mir hier um die Herstellung der Griffschalen. Wir haben jetzt hier das Osageholz, auch bekannt als Osagedorn oder in Deutschland als Milchorangenbaum. Wächst ganz überwiegend im Süden der USA. Das ist ein sehr hartes, aber dennoch elastisches Holz, wird auch gerne für den Bogenbau verwendet. Wie ich finde, eine ganz, ganz tolle Maserung. Und Christian hat mir anhand dieses Modells, auf das gehe ich später noch kurz ein, eine bebilderte Anleitung geschrieben. Also da hat sich hier wirklich extrem ins Zeug gelegt. Finde ich richtig, richtig toll. Danke dafür. Bilddateien hat er mir auch dazu gesendet. Die sind teilweise etwas unscharf, das bitte ich zu entschuldigen, aber das macht gar nichts, möchte ich gleich dazu sagen. Das heißt, jetzt kommen Bildfolgen mit Overvoice. Im Anschluss daran gehe ich nochmal auf ein paar andere Dinge ein. Ich würde sagen, los geht's. Zuerst mal hat Christian eine Schablone erstellt, um den Umriss samt der Löcher für die Vernietung möglichst exakt auf das Holz zu übertragen. Dabei sollte man auf ein einheitliches Bild der Griffschalen bzw. auf die Holzmaserung achten. Christian hat sich zwecks der guten Sichtbarkeit der Umrisse für das Aussägen mit der Dekupiersäge für einen weißen Stift entschieden. Ja, farblich ist man da jetzt nicht gebunden, aber ein starker Kontrast zum Holz ist auf jeden Fall von Vorteil. Im Anschluss werden die Löcher für die Vernietung gebohrt. Dabei wäre natürlich eine Standbohrmaschine nicht schlecht, weil man damit die Lochtiefe besser regulieren kann. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass es auch ohne geht, also freihand, das ist auf jeden Fall möglich. Danach hat Christian die weißen Umrisse weggeschliffen.
Die spätere Klebefläche wird hierbei gleich geglättet. Jetzt wird erstmal die Passgenauigkeit überprüft. Man kann zu diesem Zeitpunkt nochmal Korrekturen an den Bohrungen durchführen, falls notwendig. Und wenn alles soweit passt, zeichnet Christian die Umrisse erneut auf. Diesmal überträgt er die Konturen der Liner direkt vom Messer aufs Holz, also ohne Schablone. Und dann geht es auch schon langsam an die feineren Arbeiten. Christian nähert sich der gewünschten Form der Griffschalen mit einem Bandschleifer an. Das geht natürlich auch mit Feilen und Schleifblöcken. Ja, das ist ein relativ sensibler Zeitpunkt des Prozesses. Man sollte hier relativ genau arbeiten, aber auf jeden Fall lieber minimal zu viel Material stehen lassen, als zu viel wegnehmen. Das gilt auch für die Aussparung für den Korkenzieher. Vorsichtig annähern und lieber 0,5 bis 1 mm zu viel stehen lassen. Jetzt erfolgt der erste Feinschliff per Hand. Christian beginnt mit einem Schleifpapier mit einer 120er Körnung, danach 240er, 400er bis zu einer 800er Körnung. Das ist zeitintensiv und aufwendig, aber wie man sieht, lohnt sich das. Beim Ranger Grip 52 muss man auch die Vertiefung für den Entriegelungsknopf der Platinenverriegelung beachten. Das ist ja ein Liner Lock ähnliches Messer. Also, das ist ein Schritt, der bei den meisten anderen Victorinox Modellen dann natürlich wegfällt. Christian nimmt für die Aussparung, in der die Liner Lock ähnliche Sperrfeder verläuft, und für das Loch des Entriegelungsknopfes einen Feinbohrschleifer, also beispielsweise einen Dremel oder einen Broxon. Bei der Aussparung und für den Drücker achtet Christian auf leicht angeschrägte Kanten. Auch hier ist Sorgfältigkeit und Genauigkeit wichtig. Theoretisch würde der Drücker durch die schrägen Kanten auch unverklebt halten. Ja, aber Christian verklebt ihn dennoch. Das läuft dann einfach absolut spielfrei und gibt keine größeren Probleme im Anschluss. Zum Abschluss kommen hier nochmal Schritte, die dann alle Griffschalen betreffen. Die Griffschalen samt Drücker werden für 3 bis 4 Tage in Leinöl eingelegt. Danach erfolgt der abschließende Feinschliff und eine Politur per Hand mit Schleifpapier in den Körnungen 1500, 3000, 5000 und 7000. Verklebt werden die Griffschalen mit zwei Komponenten Epoxidkleber. Zuvor achtet man aber darauf, dass alle Klebestellen staub- und fettfrei sind. Ja, und dann lässt man den Kleber einfach nach Herstellerangaben aushärten. Das war's. Wie man sehen konnte, steckt da jede Menge Arbeit drin. Christian schätzt die Nettoarbeitszeit für das Ranger Grip 52 auf etwa 9 bis 10 Stunden. Hier ist nochmal ein anderes sehr gelungenes Modell. Das ist das westafrikanische Ebiara-Holz. Also auch ein traumhaftes Holz. Richtig schön gemasert, schön porig, sehr gleichmäßig. Und natürlich funktioniert hier auch der Drücker. Also richtig gute Arbeit. Bei den Standard 91 mm Modellen dauert das mit den Griffschalen etwa 7 bis 8 Stunden, also auch nicht so wenig. Hier sieht man nochmal so ein bisschen die Griffschalen im Arbeitsprozess, wie man sich so ein bisschen der Form annähert, wie es dann so leicht oder so halbfertig aussieht, wie ich es auch vorhin schon in dem Tutorial erwähnt habe. Und das sind jetzt fertige Griffschalen. Die gefallen mir sehr gut. Da muss ich mal mit Christian reden, ob ich ihm die vielleicht abkaufen kann. Ja, richtig gelungen. Dann hat Christian jetzt auch Griffschalen mit Zahnstocher und Pinzette. Also da wagt er sich gerade dran, da ist er sich stetig am Verbessern. Man sieht das hier. Bedeutet nochmal etwa 2 Stunden Mehraufwand. Ja, die verschiedenen Holzarten verhalten sich bei der Bearbeitung leicht unterschiedlich. Da kann man nie so genau vorhersehen, wie lange man dann benötigt. Deswegen sind das immer noch so grobe Zeitangaben. Und es kann auch immer mal was schiefgehen. Ich habe Christian darum gebeten, auch ein paar Griffschalen mitzusenden, bei denen es nicht nach Wunsch lief. Das sind diese hier. Das ist Weinrebe. Und man sieht hier, in diesem diffizilen Bereich rund um den Drücker ist das Holz leider gebrochen. Ja, das passiert mitunter. Holz ist manchmal ein bisschen zickig, besonders wenn es vielleicht nicht richtig abgelagert ist. Dann kann es zur Rissbildung, zum Schwund oder auch zum Quellen kommen. Ja, ist natürlich schade. Es ist auch nicht mehr ganz plan. Also das kann man so wahrscheinlich nicht mehr verwenden. Vielleicht kann man es nochmal probieren mit Nacharbeiten, aber das dürfte schwierig werden, das wieder hinzubekommen. Ja, was auch passiert, sind kleinere Fehler bei der Bearbeitung. Man sieht hier, dass beim Finish hier so ein bisschen zu viel weggenommen wurde. Ist natürlich ein Schönheitsfehler. Ist mir auch schon mal passiert, sowas. Man kann dann bei den Metallliner ein bisschen nacharbeiten. Wenn man da nicht zu viel wegnimmt, fällt das kaum auf. Ja, wie gesagt,
Fehler passieren. Das ist einfach so, wenn man arbeitet. Ich kann da aus eigener Erfahrung das ein oder andere Liedchen von singen. Ich würde damit wahrscheinlich ganze Alben voll bekommen. Jetzt kommen dann noch ein paar Schlussworte, also kein Fazit im herkömmlichen Sinn. Das war ein Video, das mir persönlich sehr viel Freude gemacht hat. War fast so ein kleiner Rückfall in meine Anfangszeiten, als mein Kanal noch Joes Krauswerkbank hieß. Solche Videos sind ja eigentlich immer eine relativ trockene Angelegenheit. Also solche Anleitungsvideos, die kommen oftmals ein bisschen oberlehrerhaft rüber, aber gut. Ich habe mir Mühe gegeben und ich hoffe, dass es für den einen oder anderen interessant war. Jetzt noch ein kleiner Zufall bzw. eine witzige Begebenheit. Christian hat tatsächlich mal irgendwann eine Idee von mir nachgebaut, und zwar meine Victorinox-Griffschalen mit Stauraum, die über einen Neodym-Magneten auf den Linern halten. Das ist das Messer, das ich anfangs speziell erwähnte, und das ist meins. Man sieht, Christian hat das deutlich eleganter gelöst. Ja, ist einfach ein guter Handwerker. Und hier, schauen wir mal rein, ist innen noch mal ein kleiner Magnet verbaut. Hier ist ein Kugelschreiber und eine Pinzette, da passt aber noch viel mehr rein. Und auf der anderen Seite ist ein Zahnstocher und eine Nadel. Auch hier passt noch viel mehr rein. Mir war es bei meinem damals wichtig, dass wirklich sehr, sehr viel reinpasst. Ich habe hier auf einer Seite Draht, Bleistift, Feuerstahl, bisschen Kleber und Zundermaterial. Und auf der anderen Seite ist auch noch mal ziemlich viel untergebracht. Also, ja, das Video verlinke ich euch mal hier, falls euch das interessiert. Ich werde jetzt da nicht weiter drauf eingehen, aber ich fand das auf jeden Fall eine witzige Sache. Kritik an Christians Griffschalen gibt es von meiner Seite keine. Ich bin da offen gesagt ein bisschen befangen. Also, ich habe unter Stefans Video gelesen und auch im Video gehört, dass eben die Griffschalen hier vielleicht so ein bisschen zu hoch aufbauen. Ja, das muss man mögen oder auch eben nicht. Ich muss echt sagen, mir gefällt das sehr gut. Das hat dann eine ähnlich gute Handlage wie zum Beispiel ein Opinel-Messer. Und ja, ich muss auch dazu sagen, dass Christian mittlerweile die Griffschalen ein bisschen flacher gestaltet. Also er ist auch kritikfähig und hört sich die Dinge an. Und ich denke, er weiß selbst am besten, woran er arbeiten muss. Ja, ich denke, soweit bin ich durch. Zum Schluss möchte ich mich nochmal bei Stefan und Christian bedanken. Das war wirklich eine tolle Aktion von beiden. Christian hat mich hier mit reichlich Infomaterial und Messern für dieses Video ausgestattet. Auch hierfür vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich, dass er hier mal soeben ein paar Messer rumschickt und mir so vertraut. Wirklich eine tolle Sache. Ein Messer von Christian wird früher oder später bei Stefan zu sehen sein. Das kann aber noch dauern und ich werde dazu jetzt auch noch nicht mehr sagen. Gut, das war es dann auch schon wieder. Jetzt folgen noch ein paar Bilder von Christians Arbeiten. Ich verabschiede mich, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.